Dafür können wir sorgen, dass er als erstes stirbt. Oh. Shit. Jay ist tot. Hallo? Wo? Dave, Dizzy, der killt immer schnell. Ich? What? Ich hab reported! Der liegt in der, in dieser Dekontaminierungskammer, diesem langen Gang liegt der okay, drin. Dadosh, warum standst du vor Medbay, obwohl auf Medbay niemand wollte, drauf stand? Weil ich wollte, dass da jemand mitkommt, weil ich Medbay hab. Ich stehe da immer noch übrigens. Ich hab gewartet, bis und, du hier bist. Und irgendeiner, der einen Roboter hinter sich herlaufen lässt, hat beim Licht aus die Richtung gewechselt. Ja, ich, weil ich an dem Wires vorbeigelaufen bin in dem Gang und die noch mitnehmen wollte. Für den Kill kann ich Kalle saven, der ist nämlich vor mir zum Licht gelaufen. Der hallo, wer ist noch mit uns gelaufen? Maxi, ne? Ja. Ja. Ich hab Dalo zumindest noch gesehen. Wer deckt sich da, Mike? Wen hast du gedeckt? Kalle? Ich hab, ja, das Licht geht aus und da war Kalle vor mir, ist nach oben gelaufen. Ich bin dann in Admin rein. Ich weiß nicht, wo er hin ist, aber wenn die Leiche links liegt, kann er es eigentlich nicht gemacht haben. Ich bin das Licht ausgenommen und da stand sie ja. 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 Ray, wo warst du? Ich war südlich von Deko. Da links. In dem Raum drin, das muss aber lange drin gewesen sein, weil wir haben dich nicht gesehen. Und wir sind vor dem Eingang zu Deko wo genau liegt die Leiche, Dizzy? In dem langen Dekontaminierungsgang okay, oben okay. Vor der Tür. Ja. In Deko. Und Ray stand vor der Schleuse. Ja, Jay habe ich auch noch reinlaufen sehen. Wie denn, wenn das Licht und aus war? Und wen denn noch so? Das Licht war da noch nicht aus. Eine Frage, das war Kalle, nicht aus. Das Kalle, ist falsch. Hast du Sven vor dir hinlaufen sehen oder war der plötzlich da? Weil der ist ja auch ein Band. Ich frag nur. Ne, der war bei dem Ding, mit dem Licht. Der ist vor dir gelaufen. Mehr hab ich nicht gesehen. Der stand da halt und dann. Ah, er stand da zusammen okay. In den ja, ja. Okay. Ja, weil das ist wirklich ein Band. Also du kannst direkt. Okay, also ich hab die Scheibe okay. Umgelegt. Ich kann es nicht sagen, Kalle da war oder nicht. Dekontamination hochwenden zum Licht. Ja, wäre zeitlich auch schwierig gewesen, oder? Also haben wir Ray, Sven und. Dizzy. Warum denn ich schon wieder? Ich hab's Licht. Weil du ein Arschloch bist. Ey, Kalle! Dizzy ist einfach immer drin. Na klar, ich bin immer drin. Naja, du hast reported. Der reported ist immer verdächtig. Ja, halt ach so, ja gut, okay, kein Problem. Wir nehmen mal. Das Ding ist halt, ich hab auch gar keine Ahnung von dem ganzen Cast hier. Oh, die Runde ist übel, ey. Die Runde ist echt übel. Okay, das müssen wir rauskriegen jetzt. Also einen Killer kenne ich nicht. Also ich hab gar keinen gesehen, außer ganz am Anfang, wo wir da alle in Deko waren. Die Leiche von Sepp liegt in dieser Abzweigung, der linke Gang auf der linken Seite, wo die Kabel machen. Werden jetzt mit Pietsmiths umgebracht? Muss ich Angst haben? Oder bleibst du tot? Willst du irgendeine Rolle einnehmen? Ich wäre bei dir oben, du Wurstkopf. Ich weiß. Ich läuf, wieso bin ich ganz nicht gemutet? Mitteilungsdrang. Okay, ja, okay. Wie können wir es aufklären, Dalo? Weil viele oben waren, meinst du? Dalo, ja, genau. Dalo war mit oben. Sven war mit oben. Maxi und ich Dizzy waren oben rechts. Oben. Also Laboratory. Also da, so, wo ja. Du die Steine setzen kannst. Ja, Dizzy, genau, wollte ich gerade sagen. Da war ja Kalle. Waren auch. Ich? Kalle, ja, gute Frage. Ich? Ja. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Beim ersten Reaktor bist du, da haben wir uns nämlich im Y getroffen ja, und er stand da umgedreht. Ja, er stand okay, auch bei also diesem Tisch. Warte mal, ich war bei diesem Tisch. Wo ich man denke, Ray hat beide gekillt und Kalle hat es wieder nicht geschafft, Leute umzubringen. Das hört sich fast danach an. Ja. Der Verdacht auf mich ist auf jeden Fall begründet, weil ich habe halt wirklich, nachdem wir Reaktor alle da hochgelaufen sind, habe ich keinen mehr gesehen. Also, aber ich habe halt keine reden? Task da oben, deswegen bin ich da oben auch nicht okay. Geblieben. Da habe ich da Office-Admin, habe ich das. Nee, ich habe Sepp gar nicht gesehen. Ich bin nach, wie gesagt, wir waren alle da oben. Ich war der Einzige, der dann direkt da oben das verlassen hat. Und ich dachte schon, ja super, ich bin wieder hier alleine, bin wahrscheinlich gleich tot oder ich bin hauptverdächtig. Maxi, also, wen kannst du denn so für dich ausschließen? Wo denkst du, der ist true? Also dich, Dalo, Dadosh und Mike waren halt wirklich, wir waren halt alle vier da oben jetzt gerade. Hallo, die ganze Sven Zeit. War aber ach, auch Sven, da. Ja. Sven aber Sven hat perfekt gesagt, Sven ist halt wieder rübergewendet, ne? Also schon, Sven kam, glaube ich, als Letzter, ja. Er kam auch als Letzter noch in die Konter, also wir waren alle zusammen. Ich glaube, es ist ein Ray und Kalle. Ich glaube, ist auch Ray und Kalle. Ja, so abschafft er. Ja, ist ein Mörder. Ray und Kalle, also vor allem Ray und Kalle. Beide unbedingt. Steuern euer hier. Oh, oh. Das Schnaufen von Dalo. Kein Alibi. Da ist noch fast vorbei.
Fuck. Alarm. Sind jetzt echt alle Pete Smiths tot, oder? Eiskalt. F in den Chat. Mike und Ray, wer ist mit euch da hochgelaufen? Wo war Mike? Unten an den Kabeln, oder? Ich habe keinen gesehen, Maxi. Ist mit euch keiner da hochgelaufen? Ja, ich bin O2 hoch und da warst du, weil O2 war. Genau. Aber, hä? Die Leiche liegt direkt im Eingang von O2. Da oben, im Gewächshaus. Ja, dann muss es hinter mir passiert sein. Genau. Oder ich bin wieder verdeckt. Boah, Alter, ich kotze ab. Stop, Ray, das Ding ist jetzt kommen. Aber, also, Ray, ich habe keine gerade? Angst, weil ich habe was gesehen. Ich hab das O2-Code eingegeben. Wir haben den kalten Killer hier, und zwar schon wieder. Kalten Killer? Was ist das denn? Maxi, sag jetzt mal. Also, nee, Dizzy. Also ich habe Dizzy gesehen, okay, stopp, wie die Animation von Dizzy. Folgendes, ich bin nach oben gelaufen und wollte die Kabel fixen, mach das Kabelding auf und sehe dann oben rechts verdunkelt, weil du halt die Aufgabe hast, wie gerade der Kill stattgefunden hat und dachte Lila gesehen zu haben, mach die Kabel wieder weg und sehe Maxi auf der Leiche stehen und reporten. Deswegen dachte ich erst, hä, war's doch Maxi? Aber wenn Maxi jetzt wirklich Nils sagt, würde ich ihm sogar glauben. Ich glaube Nils. Warum nimmst du das jetzt gerade so hin? Also es hört sich so an, als wenn du jetzt gerade quasi diesen Front extrem nice findest und den so annimmst, weil du hast vorher nichts gesagt. Weil ich mir nicht sicher war. Dadurch, also ich denke mittlerweile auch nicht mehr, dass es Ray ist. Der Kill müsste Dizzy gewesen sein. Wenn es Dizzy nicht war, würde ich in der nächsten Runde Maxi flippen. Aber ich meine auch Lila gesehen zu haben. Wir das kriegen war so nicht raus. Weird. Also unabhängig davon, Mike, wenn wir jetzt Dizzy rausschmeißen, werden wir nie erfahren, ob es war oder nicht. Nee. Nee, dann skippen. Ich bin verwirrt. Oh, lol. Ich habe jetzt geskippt, Alu, wegen dir. Ich habe dir nur gesagt, dass dein Flippen nicht. Sieben, ich habe auch geskippt, also Alter, einer. Der ist ja fast rausgeflogen. Ja. Da sind wir aber ganz kurz mal glücklich weggekommen. Scheiße, ich glaube, wir müssen nochmal irgendwie einen Double Kill ziehen oder so und dann sind wir auch schon durch. Ich war fast fertig, Mann. Jetzt bin ich sauer. Safe Report, oder? Na klar. Naja, Mike und Dado sind safe. Ich war Map Bay, das heißt, drei bleiben noch. Wo liegt die Leiche denn? In diesem Office, wo man an dem Computer rangehen kann, rechts und in der Mitte Lights macht. Da liegt Maxi drin. Direkt also oben rechts, oben links, sozusagen. Also oben rechts in dem... Genau. Elektro oder was? Ja. Also da, wo man Licht anmacht. Ich habe gerade, war beim O2-Tank und dann bin ich runtergegangen in das Office da rein und da lag Maxi drin. Und da ist mir also noch Leute, entgegengekommen. Also Maxi hatte recht mit dem Call mit Lila, ja. Das heißt, er... Wenn Maxi es nicht war, muss es Dizzy sein. Also Dizzy kann den Kill jetzt vielleicht auch nicht gemacht haben, das ist ja irrelevant. Okay, können wir aber nicht davon ausgehen, vielleicht, dass Maxi dachte, er hat Lila gesehen und Mike ist direkt drauf angesprungen, weil das... Oh, disconnected vom Server. Oh nein, nur oh du bist nein. Rausgeflogen. Nur ich bin rausgeflogen. Okay. Ja, okay. Dadurch war es. Darf ich noch mitdiskutieren für die Runde oder nicht mehr? Na klar. Ja, mach. Okay. Also, ich habe keinen Vot mehr, aber ich würde Dizzy wählen, weil Maxi... Oh, ich bin auch rausgeflogen. Maxi- oh. Wow. Sorry. Okay. Wer ist rausgeflogen? Mike. Mike und Dadurch war es. Cool. LOL. Damit haben wir Ray verloren. Dizzy. Also Dizzy ist ja immer im Postfach. Ey, Dizzy. Geil, wenn die anderen so jetzt gedidost hast, ey. Das oh, hey, nice. Hey, ho, ho, ho. Das ist eine Möglichkeit. Das ist ein nice Imposter-Runde. Das kann man so machen. Ist natürlich bitter, dass wir geflogen sind. Mit einbringen noch. Aber ja, ich wollte Dizzy wählen. Ja, ja, ich hätte auch Dizzy ja, gewählt. Ja, Dizzy ja, ich hab die ganze Zeit schon Dizzy. Aber ich glaube, du hast mich ja schon eh überführt gehabt, als ich Asteroids angefangen habe, oder? Genau, für die eine Runde wollte ich war ich mir unsicher, aber dann bei der nächsten hätte ich jetzt dich als Zweiten gecallt. Dann sollten wir an Dalu und Dadosh, weil ich nicht weiß, wie ich mich bei sowas verhalten soll, weil ich glaube, meine Nils gesehen zu haben. Gehe dann aber an diese Task und dann steht Maxi da. Und dann überlege ich erstmal, was Maxi sagt, um zu gucken, ob ich nicht gesponnen habe, weil ich nicht deswegen habe ich aber gefragt, das war der großartigste Kill. Das Ding ist, Dizzy, du bist kurz aufgeblinkt und dann warst du instant weg, das war so weird. Das war der großartigste Kill, Alter. Da bin ich froh, dass Ray das Licht ausgemacht hat und ich einfach, ja, ich hab einfach reingehalten. Glaube ich. Du hast dich bei mir wirklich teleportiert. Das war Ich hab in dem Moment saß ich da, ich denke so, scheiße, Maxi steht genau drin und dann, ich bin mir nicht sicher. Ich so, was, wie konntest du das jetzt nicht gesehen haben? Okay, war das geil. So schnell, das war so wirklich bling bling, deine Farbe war da und die war weg. Das war so, hä? Und dann will ich wegrennen sehen. Und dann gehe ich raus und dann steht Mike an den scheiß Kabel und ich denke so, nein, ey, fuck, warum kommt, ich wollte mit Ray da oben einen Double Kill machen. Aber dann stand Mike halt auch noch. Ray hat ein bisschen geschlafen.